Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ostseeküste im Projekt 2 gegen 1 mit mir und dem lieben Osradivi. Und mit dem lieben Fabi. Hallöchen. Es ist halt noch eine große Frage, Leute, ob wollen wir vielleicht. Vielleicht. Die zwei Wiesen, wo ich hier habe, vielleicht verkaufen wollen und ein großes Feld kaufen und da Gras ansehen, Leute. Ach ja, ist halt cheaten wollen, ne? Ah, man kann ja nicht in echt Gras ansehen. Nee, geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Gut, aber dann könnten wir auch ein Jahr halt durchbeißen und nächstes Jahr ein Feld kaufen und darauf dann das Gras machen. Nur das Problem, wo ich hier habe, aber nächstes Jahr wird das ja kein Problem mehr sein, dass man nicht gut fahren kann mit dem Schwader. Aber nächstes Jahr haben wir den Schwader ja nicht mehr. Wollen wir ja ein Mähwerk mit Schwadablage. Wo das Pöttinger ja nicht mehr verfügbar ist. Hatte das Pötter aber. Pötter. Hat ja. Pöttinger überhaupt eine? Ja, Pöttinger hatte eine. Zu 1000%, weil ich hatte es auf der Geiselsberg anfangs. Hä? Hatte ich's. Hast du noch? Hast du noch? Nee? Klar! Klar! Bei mir nicht? Warte mal kurz. Hä, das kannst du nicht konfigurieren. Das Pöttinger hat das hinten in den Walzen drin, ja. Ah ja, stimmt. Ja, es ist ja wieder wahr. Ich bin beim komplett falschen Mähwerk. Ich war beim, Oh, wieder scheiße. Nee, nicht beim Krone. Ich war beim... Krone hat's auch. Ja, Krone hat's auch. Und ich möchte gerne das Krone. Kostet ein bisschen mehr, aber ist schöner. Das ist kein Geld. Ja, kein Geld ist suboptimal. Hat eben noch, oh ne, ein zweiter Drescher geht nicht, ich hab kein Geld. Ja, das bringt ja nicht, einen zweiten Drescher, hallo. Da kaufe ich mir lieber einen, wenn es mal wirklich nicht gehen würde mit meinem großen Schneidwerk, würde ich mir lieber ein kleines Schneidwerk für den Drescher kaufen und gut ist. Was ist das denn für ein Schneidwerk, welche Größe? 1380. So, weiter geht's hier auf dem Acker. Gut, also Leute, der Fendt, der kriegt's richtig auf dem Köppis. Der hat zu tun mit dem Ladewagen. Ah, ja. 2,85 Hektar ungefähr schaffst du mit, oder sagen wir 2,9 Hektar hätte ich geschafft, aber ich bin jetzt voll weggefahren, aber so viel schaffst du dann mit dem APV-Gerät. Wieso das? Ich hab Proceed. Und oben bei Proceed siehst du, wie viel du an Flächenleistung bis jetzt gemacht hast und wie viel du in der Stunde schaffst. Achso, kann ich das machen am Drescher, ne? Nee, das geht nur bei der Sämaschine. Ach stimmt, du hast dich da reingefuchst gehabt, ja, mit Post. Ja, ich hab das mal. Also, ja, gut, jetzt gerade brauche ich es natürlich nicht in der Zwischenfrucht, aber ich hab's einfach mit draufgenommen und guck mal, ob ich es vielleicht später bei der Saat dann verwende. Dann brauchen wir keine Pflegebereifung. Allerdings weiß ich noch nicht. Was hatten unsere Spritze? 36 Meter. Unterstützt das mein Dokument? Ne! Was haben wir denn für eine Drille? 4 Meter, oder? 6 Meter. Will er aufgehen? Ja, ich weiß, aber muss halt entweder selber rechnen oder ich guck einfach. Weil das sagt. 36 Meter Spritze. Ja, der muss ja, geht. Dann musst du ja alle 5 Bahn Fahrgast. 5, ja. Ja, alle 5, ja, genau. Dafür hat das ein Programm gebraucht oder was? Bis aus dem Rechnen. Dafür hast du jetzt ein Programm gebraucht, das. Nein, ich habe ja eine PDF-Datei. Ich muss einfach nur in der PDF dann halt suchen, wie viel Meter Spritzer ich habe und wie viel Meter Dings ich habe. Das ist schön.
Ja, ich hätte es auch rechnen können, aber. Das ist eh falsch gerechnet, wenn du es gerechnet hast. Ja, das ist richtig. Gut, doch, ich wünsche dir viel Spaß, zwei Fälle ist auch fertig, ne? Jo. Bin beim ersten gleich auch Junge, fertig. ihr müsstet mal gucken, wie der Fan sich tut, Alter, hier. Kurz gucken, dass er geholt ist. Junge, 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 hat der gerade zu kämpfen, Alter. Hast du für einen Ladewagen? Pöttinger. Ja, da kann ich richtig viel mit anfangen, wenn wir hier ein Pöttinger Pack mit sechs Ladewagen drauf haben. Der ist Pöttinger. Pöttinger Ladewagen. Dritter von hinten. Nee, zwei Achser, aber nicht aus diesem Pack. Aha. Alter, muss mal Boah. gucken. Nee, ich hatte nur mal niedriger mal in echt gefahren. Ich habe 74,50 oder So, sowas. jetzt, guck mal. Ja. Also, Nein, auch und zwar. nein, 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 Hallo, ich bin gerade am Reden, du Trottel. nein. Kannst du machen. Habe ich schon einen Pöttinger-Ladwagen hier geholt gehabt, leer. Ich hatte 6155 Erde davor gehabt. Ich bin 5 km Berg hoch gefahren. Der Ladwagen war leer. Alter, brauchst du einen lockeren 300 PS-Schlepper dafür dann. Was hat denn der da vorhängen? 300 PS. 30er Wario, ja, aber PS, ne? Aber es geht auch gerade berghoch, wie weiß ich was. Berghof, weil wir wissen, Alter, das ist ein Hügel, was hier drin ist. Ja, trotzdem. Ja. Muss man mal vielleicht Charlie damit. Nee, danke. Ohne, muss gar nicht ein 1050 probieren, schafft's auch nicht. Nee, ganz vergessen, Alter. 9RX, hoppalala, abgewürgt. Kurz ausmachen den Ladewagen, das nimmt ein bisschen Leistung weg. Alter, ich buddel mich ein, Alter. Ausbuddeln. Aha. Ich komme nicht mehr hoch. Ich kann machen, was ich will. Abschleppstange und los geht's. Ja. Moin. Moin. Alter, mit 2 km/h, das ist doch wieder. Alter, jetzt merke ich, was hat mein armer 822 auf der Italia zu tun? Du. Da müsst ihr mal reinschauen. Italia ist mega geil, Leute. Oh, ich hab da einen Plan auf der Italia, stimmt ja. Ich auch noch ausführen. Junge, der Ladewagen ist. Ach so, Leute, ja. Ich hab's gleich geschafft. Junge, Junge, Junge. Auch bis, ach so. Nee, also. Kann man spritzen nirgendwo rein? Keine Halle? Nein, ist zu hoch. Oh nein, der Ladewagen kann ich nicht noch anschalten. Geht nicht. Geht nicht, Leute. Weißt du, was gerade sein? Wichtig ist, dass wir drei große Hallen haben, aber die Spritze draußen steht. Ja, wir haben nur zwei. Hast du es probiert, Fabi, in die gelbe Halle? Die ist die Du höchste. klein. Da geht mein Vier-Kreiselschwader rein. Ja, die Tamanspritze ist höher. Okay. Dachte ich jetzt nicht. Gut. Ja gut, also mit Vorgewende, da zieht sich das dann schon ganz schön hier. Ja, was? Gerade lang. Vorgewende, oder was machst du gerade? Ja. Also, was heißt, es zieht sich nicht von der Zeit her, sondern es zieht sich dann schon. Ich würde jetzt 8 Hektar weniger die Stunde schaffen. Ich habe den perfekten Platz in allen von First gewischt. Oben drauf. Nee. In dem Schuppen vorne. Yes. So, Tür zu. Alter, gerade leck.
Ja, voll zu gut versteckt geworden. Ich hab der das schon gesagt. Keine Ahnung hat und die Tür aufmacht, schaut jetzt mal übers Gewicht drüber. Es wird sportlich auf diesen auf dieses Feld zu kommen, Leute, mit unserem Schneidwerk, die auf die 54, wo hat 10 Hektar, Alter. Joho. Ja, stimmt, du hast ja noch einen Drescher zu holen. Ich wollte gerade sagen, kannst den Fendt abladen, wenn du möchtest. Ich hab noch einen Drescher. Ich will auch nach Hause. Ich hab's durchgeschafft. Alter. Junge, danke. Das war jetzt gerade. Das war anders tricky. So, aber wir haben. Um 250 Liter fehlen uns für einen vollen Ladewagen mitzunehmen. Oh, wow, wow. Ich hätte die 250 Liter vollgebracht, Leute, aber. Die liegen schon mit auf der Wiese irgendwo. Ja, ja, safe. Ich hab bestimmt eine komplette Schwad liegen lassen. Ja, safe. Nee, eine Schwad nicht, aber da, wo der Schwader nicht hingekommen ist, da liegt noch. Da liegt auf jeden Fall noch. Buscher. So, Leute, den guten MP-Track vor die gute Gilwell, und dann wird das erste Mal auf meinem Kanal mit der Gilwell gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon die Gilwell getestet, aber ja, haben wir ja schon mal. Haben wir. War ein teures Unterfangen. Oh. Auf der Deepods? Ja. Oh. Ja, wie viel Ballen? 30? Jo, von so, ne. Naja, gut. Muss ich nicht rechnen, muss Spaß machen. Das ist wohl so, weil sonst hätte ich sie nicht gekauft. Du hast ja das eh hoch und heilig ausgerechnet. Nee, Tatsache nicht. Nee, Digi, ich wäre ja 10-mal günstiger geworden mit einer normalen Presse, weil ich habe ja eine Presse, also die Gewell und den teuren Ladewagen gekauft. Ja gut, heißt ja nichts. Später bist dann vielleicht trotzdem günstiger. Nee, das kannst du vergessen. Bist einiges günstiger dran mit einer normalen Presse. Und ich habe mir noch was ausgedacht, dass ich mir noch einen Ballenwagen kaufe. Also so ein Automatikbahnlader. Boah, bisschen. Also ich komme viel, viel teuer weg, aber ich wollte sie einfach mal testen, Leute. Du hast auf diesem Hof keinen Platz, um einen Drescher irgendwo von einem Fluss umdrehen. Oh, das gibt ein schönes Bild ab, Alter. Bekommst du keine Säge? Da also ist der Hof geil, Alter. Alle Bäume wegmachen. So, und dann, wo ist dann unser guter. Weil wir machen hier ja nichts mit starken Bauern, oder? Haben wir ja schon mal erklärt. Wer war der Erste, der starken Bauer benutzt hat? Der Erste und der Einzige, der bis jetzt starken Bauer benutzt hat. Ja, ne? ich hab ja keinen starken Bauer benutzt für Paletten. Egal. Nee, das haben wir ja nicht gesagt. Alter! Das sieht einfach mega geil aus. Da kannst du sagen, was du möchtest. Das sieht geil aus, Alter. Davon brauche ich ein Bild. Ah, vielleicht noch ein bisschen flieg. Dass man den Fan auch sieht. Oh. Wegen der Lachs hier. Alter, ist das ein geiles Bild.
So. Weiter mit den Arbeiten, Leute. Das Geld verdient sich nicht von angucken. So, habe ich aber immer gedacht. So, und ich hoffe, der Ball geht nicht kaputt, wenn ich reinspieße. Sieht aber nicht danach aus. Bei wie viel Ballen schafft es, Frank? 2 oder 3? 3. Kannst du komplett so nehmen, die Stapel. Man geht nur ohne Heckgewicht, oder? Ich hab ohne Heckgewicht gemacht. Gut. Also du musst ein bisschen vorsichtig fahren, du darfst natürlich nicht voll rein onkeln, aber das geht. Ja. Bist du gut dabei, Leute? Also ich hätte es jetzt schlimmer vorgestellt. Da hast du länger, aber... Oh, geht super. Dash angelassen. Rückwärts setzen hier. Stell die schön nebeneinander, Leute. Wenn die gegärt sind, können wir die nur 2er-Packs reinschmeißen in unsere BGA. Das ist geil. Alpha-Cheating, dass du eine BGA hast. Was? Alpha-Cheating, dass du eine BGA hast. Die stand. Wie du dich versiehst, steht sie nicht mehr da. Junge, Junge, Junge. Hä? So. Im Escape-Menü sind es 3,91 Hektar insgesamt Fläche. Gegrubbert habe ich jetzt aber 4, irgendwas. Weiß, dass du noch so grubbert hast. Naja, ich habe zwar so 2-3 Stellen doppelt gegrubbert, oder sind nicht über, warte, wie viel Feldfläche wäre es laut Dings? 3,6, das heißt, ich hätte 0,6 Hektar mehr gegrubbert, als Fläche da ist. Ich glaube ja vieles, aber das nicht. Hä, das ist schon geil, wie Übersichten du hast wie hier bei der Geil. So, einmal voll machen hier den Onkel. Das war im 17er nicht, Leute, die Übersicht. Was ist? Ja, du hast ja so ein Menü, wo wenn gehst du näher ran an die Geil. Hier geht's ja schon rein zum Feld. Okay, so. Da fangen wir jetzt aber noch nicht an. Sondern da warten wir jetzt, bis JG dann da. Na komm, wir setzen den Hektarzähler hier mal zurück. Ah, könnten wir spulen oder wie? In der Theorie ja. Ah, okay, lass nur kurz noch die 4-5 Ballen durchlaufen und dann. Können wir gerne spielen. Ja, ganz ruhig. Oh, sie stapelt hier noch. Ja, pff, das kann ich mal auch noch machen. Ja. Fällt eigentlich fast nicht auf im Escape-Menü, dass manche Ecken nicht gesät sind. Alter, ich hätte nie gedacht, dass das so, doch so viele Ballen gibt, Leute, durch ein Ladebank. Und wir haben 1,50er Ballen gemacht. Hey, kannst du die Gabel schon ausfahren? Die ist eingefahren mit Shift und K, glaube ich. Willst du noch einen Ball schaffen? Es gibt nur einen Ball, Leute. Mit Heckhydraulik, mit Heckgewicht, ja. Heckhydraulik habe ich. Okay, das ist gut. Da kannst du auch ein Heckgewicht dran machen. Beim 4,4 Hektar ist Feld 9. Ich bin mal gespannt, was das später dann wirklich ist, weil ich angedrillt habe. Ja, wer weiß, wo du nur rumgrillst. Bist du mal. Da vorne die Köpfe, die mache ich teilweise doppelt, aber. Nein, das passt nicht. Was hast du denn hier eigentlich gemacht? Der Ball ist runtergefallen. Achso, ich wollte gerade was machen, aber das darf ich ja nicht. Ja.
Ich habe eine Leiterstapel. Das ist eine Ossi, wir können schnell noch einen kaufen. Das ist eine Umstellung, das ist so. Ja, aber wieso sind da auf einmal... Achso, da sind zwei runtergefallen. Ah ne, einer fehlte, einer war ja nur halb. Gut, weil du sagst einfach, du bist festgefahren. Genau, du bist festgefahren. Ja, ja, das, okay, das klingt logisch. Aha. Mhm. Warum denn ich fest? Ich kann mich doch nicht festfahren in der Betonhalle. Klar, das ist LS, oder geht alles. Wir brauchen irgendeine Ausrede, hallo? Ja, ein Energiefeld, ja, wo willst du noch was? Achso, der hört mich, ups. Nicht den einzelnen Ball jetzt dazwischen. Stell den irgendwo anders kurz an Seite. Um. Ich glaube, du musst oben das Ding einfahren. Eigentlich ist oben in der. Ja. Da scheißegal. Man, die Strommel eigentlich ja eh nicht. Das stimmt. Kaufen uns irgendwann einen zweiten Hof und da brauchen wir die dann. Hier für 81.000 Euro kaufen wir uns einen Hof und dann haben wir auch Kühe. Der hat keine Spanngurt oder wie? Klappt nur runter. Deswegen müssen wir da eigentlich auch die Plattform-Konfiguration ändern auf kurze Plattform, weil sonst die Ballen ein bisschen rumglitschen. Ah, okay. Gut. Aber, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir spulen. Dann können wir endlich auch dreschen nochmal, oder? Und ja, dann hören wir uns dann wieder. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.